Das Coronavirus ist in einer neuen Variante zurück, die Zahl der Ansteckungen steigt derzeit wieder. Jetzt ist auch die Ehefrau des US-Präsidenten, First Lady Jill Biden, erkrankt. Das habe ein Test ergeben, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Die Testergebnisse von Präsident Joe Biden waren hingegen negativ. Sicherheitshalber werde der 80-Jährige diese Woche weiterhin regelmäßig getestet. Die 72-jährige Präsidentengattin leide lediglich unter milden Symptomen, teilte ihr Büro mit. Sie werde in ihrem Haus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware bleiben. Jill Biden war bereits 2022 an Covid-19 erkrankt. Joe Biden plant vorerst weitere Dienstreisen. In dieser Woche steht eine Reise zum G20-Gipfel in Indien und danach ein Besuch in Vietnam an.